Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video spreche ich über die Top 4 Schönheitsbehandlungen für Männer, wenn es um das Thema Haare geht. Ich war letzte Woche beim Friends Hair Day in Berlin und ich weiß, das ganze Thema Haarausfall und so ist echt ein sensibles Thema, egal ob für Mann oder Frau. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich erkläre in diesem Video nochmal, was so abging beim Friends Hair Day in Berlin und was die 4 häufigsten Behandlungen, Schönheitsbehandlungen für Männer und Frauen sind, wenn die Haare irgendwann ausfallen. Und by the way, der Friends Hair Day als auch dieses Video wird gesponsert von Elite Hair Transplant. Also Leute, was ging auf dem Friends Hair Day in Berlin ab? Also der Friends Hair Day an sich ist eigentlich so eine Aufklärungsveranstaltung, würde ich jetzt mal sagen, einfach so eine Informationsveranstaltung rund um das Thema Haarausfall. Und es wird einfach darüber gesprochen, was man machen kann, was für Risiken es gibt, was es für Behandlungen gibt, wie doll was weh tut. Eigentlich steht das ganze Team von Elite Hair Transplant euch dort zur Verfügung und kann euch sämtliche Fragen zu allen Themen da beantworten. Und unter anderem sind natürlich auch einige Leute mit dabei, die zum Beispiel schon eine Behandlung hinter sich gehabt haben und teilen einfach ihre Erfahrungen mit euch auf der Bühne. Unter anderem war auch ein YouTuber mit dabei, den kannte ich vorher nicht, der heißt Simon Teichmann. Und Simon Teichmann hat auch eine Haartransplantation gemacht und gerade aktuell ist er gerade so in der Phase, wo die Haare ein bisschen lang wachsen. Checkt einfach mal seinen Channel aus, falls euch das interessiert. Und zudem war auch noch die liebe Michaela Schäfer da, die vor kurzem eine PRP-Behandlung gemacht hat. Die hat auch auf der Bühne so einen kleinen Talk gegeben und hat über die PRP-Behandlung gesprochen. Also es gibt auf jeden Fall echte Erfahrungsberichte von echten Menschen, die das Ganze A schon selber gemacht haben oder B halt miterlebt haben. Und derjenige, der das wohl fast tagtäglich miterlebt, ist Dr. Balvi aus Istanbul. Dr. Balvi ist so die Koryphäe, wenn es um das Thema Haarausfall geht. Und er war persönlich auch vor Ort in Berlin, hat dann auch die ein oder andere Haaranalyse vor Ort live auf der Bühne gemacht und hat dann halt auch erklärt, okay, da sind zum Beispiel viele Grafts, da sind weniger Grafts. Die Haare eignen sich zum Beispiel sehr gut für eine Haartransplantation, die eher weniger. Wenn du zum Beispiel jetzt auch merkst, okay, ich kriege weniger Haare auf den Kopf und du interessierst dich für Haartransplantation oder generell für dieses Thema, dann kann ich dir diesen Friends Hair Day auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. So, kommen wir jetzt aber zu den gängigsten Methoden. Was kann man denn so machen auf dem Kopf, wenn einem die Haare ausfallen? Starten wir mit der PRP-Behandlung. Bis vor kurzem wusste ich auch nicht, was eine PRP-Behandlung ist, ja, aber ich versuche das jetzt mal ganz einfach runterzubrechen. Bei der PRP-Behandlung wird dir Blut abgenommen, also dein eigenes Blut wird dir abgenommen. Das Blut wird dann in eine Zentrifuge gegeben und einige Zusatzstoffe werden dazugegeben und aus dem Blut wird dann ein sogenanntes Blutplasma gemacht in der Zentrifuge mit Zusatzstoffen und dieses Blutplasma wird dir dann unter die Kopfhaut gespritzt, ja? Und das soll dann am Ende des Tages bewirken, dass du einfach mehr Haare, vollere Haare und einfach kräftigere Haare bekommst. Also hört sich super easy an, ja, ist auch so easy, das Ganze dauert nämlich gar nicht so lange, es dauert vielleicht maximal 30 Minuten, vielleicht 45 Minuten, ja, eine knappe Halbzeit würde ich sagen beim Fußball, so viel müsst ihr einplanen und nach circa 4 Behandlungen, ja, hat man schon echt sehr, sehr gute Ergebnisse, sagen die Spezialisten. Ich habe das Ganze begleitet und zwar die PRP-Behandlung von Michaela Schäfer. Falls du es noch nicht gesehen hast, ja, check es hier oben gerne mal aus. Eine PRP-Behandlung würde ich persönlich zum Beispiel dann empfehlen, wenn du zum Beispiel merkst, okay, mir fallen die Haare so langsam aus, ja, aber eine Transplantation würde ich jetzt einfach noch nicht machen, ja, weil noch nicht so viele Haare ausgefallen sind. Dann würde ich dir zum Beispiel eine PRP-Behandlung empfehlen. Und die Leute, die eine Transplantation machen, ja, die bekommen im Anschluss sowieso immer eine PRP-Behandlung. Das mal nur so am Rande. Ja Leute, und kommen wir jetzt zur gängigsten Methode, die ihr wahrscheinlich alle kennt, und zwar die Haartransplantation an sich. Was passiert da? Ganz einfach, es werden Haare aus dem Hinterkopf, aus dem sogenannten Spenderbereich rausgenommen und dorthin gepflanzt, wo keine Haare sind. Und meistens ist das natürlich bei den Männern hier, sieht man bei mir auch vielleicht ein bisschen, der Geheimratseckenbereich, so nenne ich ihn jetzt mal. Und im Dezember habe ich einen meiner Abonnenten begleitet bei einer Haartransplantation. Ihr hattet nämlich die Möglichkeit, eine Haartransplantation zu gewinnen. Und ich habe den lieben Anton dabei begleitet. Falls du das noch nicht gesehen hast, ja, dann check auch einfach mal hier dieses Video ab zum Thema Haartransplantation. Ich habe das Ganze von A bis Z begleitet, habe auch nochmal alles erklärt. Also ich denke mal, da werdet ihr auf jeden Fall fündig werden, wenn es um das Thema Haartransplantation geht. So, und von der Haartransplantation kommen wir jetzt direkt zur dritten Behandlung und zwar, überwiegend für die Männer, ja, zur Barttransplantation. Also die Haare, die hier hinten rausgenommen werden, ja, aus dem Spenderbereich, die könnt ihr natürlich hier vorne einsetzen, ja, also in dem Geheimratseckenbereich, so nenne ich das jetzt mal, aber natürlich auch
ins Gesicht. Also wenn du zum Beispiel einfach keinen Bart hast, ja, aber dir unbedingt Bart wünscht, dann geht das. Dann klappt das mit einer Barttransplantation. Kein Scheiß, ich habe auch 2, 3 Leute in Istanbul getroffen, als ich vor Ort war, die das haben machen lassen. Und klar, das sieht natürlich erstmal frisch nach der Behandlung etwas so, wow, krass, was hat der eigentlich im Gesicht? Aber das funktioniert tatsächlich. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der wenig Bart hat, ja, und da echt gar nichts im Gesicht wächst, dann solltest du das einfach mal ausprobieren. So, kommen wir jetzt zur letzten Methode und zwar zur Pigmentierung. Was ist eine Pigmentierung? Leute, ich wusste das nicht, ja, bis vor kurzem, aber das ist eine dauerhafte Pigmentierung. Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Das ist einfach ein Tattoo auf dem Kopf, ja. Wenn du zum Beispiel so einen kreisrunden Haarausfall hast, ja, also wenn du zum Beispiel wirklich nur so einen Kranz hast und du willst dir alle Haare wegrasieren und man sieht halt nur noch den Kranz, ja, und das sieht halt nicht so cool aus, wenn man den Kranz sieht, dann kannst du halt Folgendes machen. Diese Pigmentierung, das sind so Mini-Punkte, ja, und das sieht nachher so aus, als ob du überall Haare auf dem Kopf hast und sie einfach abrasiert hast. Also dann sieht man nicht mehr den Kranz, sondern es sieht nach vollem Haar aus, das halt abrasiert ist. Ich blende auch hier mal ein paar Bilder ein. Könnt ihr mal schauen, da sieht man das, glaube ich, ganz gut, was das Ganze ist und wie das Ganze anschließend aussehen kann. Beim Friends Hair Day gab es auch noch so einen kleinen Infostand, sage ich jetzt mal, wo auch so vorher-nachher Bilder gezeigt worden sind. Ich blende hier an dieser Stelle einfach mal welche ein, damit man einfach mal sehen kann, was alles so möglich ist. Also es ist echt mega, mega, mega krass, was alles für Ergebnisse erzielt werden können. An dieser Stelle muss natürlich gesagt sein, dass jeder Patient und jeder Mensch das natürlich unterschiedlich gut oder schlecht aufnimmt. Aber Leute, ich glaube, Bilder sagen an dieser Stelle mehr als Worte. Schaut euch die Ergebnisse an, was da für krasse Ergebnisse erzielt werden können. Wenn du da draußen jemanden kennst, der zum Beispiel gerade unter Haarausfall leidet, ja, oder der sich für das Thema halt interessiert, wie Transplantation etc., dann teile das Video gerne mit ihm, leite ihm das Video weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich den Leuten ein wenig helfen kann mit meinen Videos, die tatsächlich unter Haarausfall leiden und die wirklich ein kleines Problem damit haben. Kommen wir zum heutigen Shootout. Grüße gehen raus heute an Magic Mika. Vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube, Magic Mika. Und wenn du da draußen auch mal von mir gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann schreibe einfach das Hashtag Shootout in die Kommentare rein und vielleicht bist du beim nächsten Mal schon dran. Weitere Informationen zu PRP-Behandlungen, Haartransplantation, Barttransplantation oder Haarpigmentierung findest du auf der Seite von Elitair. Könnt ihr einfach mal draufklicken, falls euch das Ganze interessiert. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden, kommentiert dieses Video. Ich freue mich über euren Support. Macht's gut, bis dahin. Peace out.